Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Ich bin der Onkel und heute wieder alleine unterwegs. Wir haben gerade mal zwei Parts zusammengekriegt und ich bin hier im Haus eingebaut. Ich kann nicht schlafen, weil hier draußen alles voller Monster sind. Ja, den letzten Parts habe ich noch nicht viel gesprochen. War auf jeden Fall sehr schön. Die Damen auch mal kennengelernt zu haben, die hier auf den Server mitspielen. Und ja, und zwar, was habe ich jetzt vor? Mein Gott, verbrennt. Ja, mit den Soundeffekten. Ehrlich gesagt, ich habe diese Zombies. Oh, das ist ja so ein Mini-Scheißer. Ich habe die Zombies und so noch nie gehört. Weil ich bei mir im Singleplayer-Modus peacefully spiel. Weil ich bauen möchte. Alter. Und hab den ganzen Mist natürlich mit den neuen Soundeffekten noch. Warum läuft denn da nur eine Rüstung rum? Alter Schwede. Ich muss mir angewöhnen hier mal zeitiger ins Bett zu gehen, wie es klingt. So. Ja, jetzt turtelt hier so ein Ding rum. So, jetzt muss ich schnell gucken. Das da rein, das da rein, das da rein. Ah, das brauche ich eigentlich alles. Ich hau es erstmal rein, weil ich das ganze Zeug da drin haben, da draußen haben möchte. Ich möchte das alles haben. Weil irgendwann ergibt das mal Sinn, das Zeug. So. Okay, haben wir hier, da, dieses Blinke-Dinge-Ding einsammeln. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Zombies zerkloppt. Warum hier überhaupt? Das will ich da nicht. So, okay, jetzt kann ich euch ja mal erzählen, was ich jetzt vorhabe. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich jetzt wieder alleine mache. Aber ich habe halt Bock, weiter zu zocken. Und ja. Okay, also ich habe vor, erstens will ich mich jetzt hier mal mit drüben verbinden und da werde ich mir aber mein Tor umsetzen und zwar von hier nach da und werde hier bloß eine kurze, ja ich weiß nicht, ich glaube hier werde ich das so, ja oder hier an der Ecke so, obwohl lieber hier, wo es ein bisschen näher ist und da kann ich da hinten dann wenigstens runtergehen, weil ich das außen rumgelaufe. Finde ich ein bisschen blöd und hier möchte der Cetus das nicht. Kann ich verstehen. Und ich bin einmal gestorben. Ich habe hier so einen riesen Kackstift gebaut. Und bin vom Kackstift runtergefallen. So, und jetzt, was ich noch vorhabe, ist, ich hatte ja jetzt hier oben diese Kirschbäume gepflanzt aufs Dach. Was jetzt noch etwas komisch ausschaut. Und ich muss auch sagen, tagsüber sieht es sowieso komisch aus. Ich sage ja, im Dunkeln sieht es schön aus. Aber der liebe Cetus möchte, dass das noch ein bisschen spitzer geht. Jetzt werde ich natürlich versuchen, also dass das hier ein bisschen spitzer schräg runter geht. Jetzt werde ich natürlich versuchen, künstlich noch ein bisschen was dahin zu basteln. Das werde ich, glaube ich, auch als erstes tun. Dazu brauche ich aber einige Sachen noch. Der Cetus war so nett und hat mir diese Carpenter-Blöcke gegeben hier, diese. Ich brauche auch unbedingt ein Lagersystem. Diese Dreiecken da. Brauche ich unbedingt, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt den Mist hin. Achso, den habe ich hier drin gehabt. Gut, dann tue ich das hier noch rein. Und das da rein. Ja, das war da richtig. Knochenmehl kann man jetzt gerade nicht gebrauchen. Das kommt noch mit hier rein. So. Dann muss ich das hier ja wieder raus. Ne, hier habe ich ja gar nichts drin gehabt. Hier muss ich rein. Da habe ich auch nichts drin gehabt. Ach, hier habe ich ja bloß das zum. Genau, dann kommt das nämlich hier rein. Und ein Enderman bei mir im Garten. Drecksack. Den hole ich mir natürlich jetzt weg. Den hole ich mir. Ernsthaft. Sau.
Der Drecksack. Oh, guck mal da oben. Ja, und ich muss da oben definitiv ausleuchten. Weil ich habe hier ein, Spawn-Problem. Ich werde aber den Grabstein hier natürlich nutzen. Und werde den hier mit einbinden in meinen... War das nicht sogar mein erster Tod? Wenn die Dinger explodieren, das ist... What the fuck? Der macht's Boom. Ja, das habe ich auch nicht damit gerechnet, dass die Viecher solche Geräusche machen, wenn die explodieren. Okay, ich muss jetzt hier mal gucken. Weil hier war definitiv noch irgendwo was. Ah, da unten. Die Draxa. What the fuck? Naja, okay. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Wo habe ich denn das Zeug hin? Da, was will denn da ein Auge drin? Das ist ja Quatsch. So. Was haben wir denn hier? Da haben wir die Blöcke alle drin, das ist gut. Da haben wir alles, was wir anpflanzen. Ja, da müssen wir auch noch was machen. Und hier drin habe ich das ganze Gedöns. Da kommt dann das Auge mit rein. Wonderful. Wow. So. Papidi-bup. Das muss noch mit rein. So. Okay. Ich brauche unbedingt auch ein Lagersystem. Das ist ja grauenvoll. Aber da kann ich mich jetzt einfach nicht drum kümmern, erstmal. Ich muss erstmal die Sachen zu Ende bringen, die ich angefangen habe. Und das wäre dann nämlich da oben der künstliche die künstliche Fortsetzung des Baumes. Ja, weil ich gestorben bin, sind natürlich alles hier aus meinem Inventar rausgerutscht. Na komm schon. Ich hoffe jetzt natürlich, dass diese... Oh, ich komme ja noch ganz schön hoch. Ich hoffe jetzt natürlich, dass diese... Ich habe total vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe vergessen... Okay, hier können wir noch... Mein Gott, wie hoch geht denn das noch? Ich hoffe, dass diese... das waren meine letzten Worte dazu. Ich weiß es nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja, wir werden sehen, wie wir das machen. Weil der liebe Cidis möchte es gerne noch ein bisschen spitzer, der werte Herr. Dann kriegt er das natürlich auch ein bisschen spitzer. Leitern wollte ich. Boah. Also manchmal ist es echt grauenhaft. Ach, was mache ich denn? Oh, wow. Das ist ja... Wow. Na super. Naja, da machen wir einfach... Hä? Was mache ich denn? Ich mache wieder ein Kauderwelsch. Oh, hallo. Danke. Da. Und zwar so. Was? Was mache ich denn? Oh. So, meine Herren. Zack, und der Rest. Plopp. Jetzt habe ich wieder ein paar Leitern. Und dann werde ich das mal künstlich erweitern. Mit Leitern. Was ich mir auf jeden Fall bei mir noch hinzimmer, ist eine... Ja komm, hau doch mal ab. Alter!
Was ich mir auf jeden Fall noch hinzimmer. Jetzt kann ich hier nämlich nicht Leitern ranbauen, ne? Nein, natürlich nicht. Oh, ist das nervig. Lass mich hier rein. So. Okay, er möchte es ein wenig spitzer nach oben haben. Aber wie viel spitzer? Das hat er nicht gesagt. Ich glaube, das wird schon reichen. Aua. Ja, ist eine, was ich mir auf jeden Fall reinzaubern werde noch bei mir ins Grundstück, ist eine kleine Bienenzucht. Die werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Weil ich habe gemerkt, einfach nur dieser Honig, der bringt schon so viel an Energie, wenn man isst. Dieses Rumgestammel hier mit diesen Essen, das geht mir so auf die Nerven. Aber, ja, so ist es halt noch zur Zeit. So, künstliches Anlegen eines Baumes. Ja, ja. Das ist etwas schwierig. Ach, ich wollte ja unten Fackeln hinsetzen. Obwohl, wenn ich zeitig ins Bett gehe. Dann geht das. Dann ist das, glaube ich, okay. Boah, dieses künstliche Anpflanzen von irgendwas, das ist immer so ein bisschen nervig. Weil man möchte es ja nicht unbedingt so haben, dass man das dann im Endeffekt sieht. Aber ich werde das erst mal schlafen gehen. Sonst habe ich wieder die ganze Scheiße in meinem Haus. Weil, ja. Das Viehzeug hier spawnt. Hallo! Hallo. Danke. Und dann werde ich natürlich auch ausleuchten, so schnell es geht. Papp. Ja, super. Cedis, du hast mir jetzt eine Aufgabe gestellt, die echt... Naja. Lalalalalalalala. So. Jetzt müssen wir das ja auch so machen, dass wir... Ich stelle mich mal hier oben drauf. Ja, das geht ja noch ein Stück höher. Stimmt. Nee, das geht überhaupt nicht höher. Das ist Quatsch. Wir machen erstmal hier und dann tun wir das alles noch schön machen. Aber jetzt erstmal. Hallo? Jetzt erstmal so. Dass wir hier oben erstmal die Grundfläche haben. Ich würde sagen. Machen wir. Das wird ein riesen Scheiß. Jetzt haben wir 3 nach da, 2 nach da. So, und jetzt würde ich hier noch gerne, machen wir, wie viel haben wir denn nach vorn? 3. Machen wir das auch. 1, 2, ach Quatsch. 1, 2, 3. So. Und jetzt muss ich das irgendwie packen. Oh Gott. Das wird so cool. Nicht? Nein. Jetzt muss ich das... Weißt du, wie viel ich das Blätter dafür brauche? Boah. Jetzt muss ich das ja hier auch noch irgendwie so versuchen. Naturell, natürlich aussehen zu lassen. Und ja, hab noch ein 64er Stack. Wird nicht viel bringen. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Und mein Handy ist mein Timer. Die Sau.
weil nämlich zurzeit meine Tastatur im Eimer ist. Und die ist ja eigentlich mein Timer. So. Ich hoffe, dass das im Endeffekt natürlich genug aussieht. Auf jeden Fall Blätter brauche ich doch definitiv. Oh, du Scheiße. Ja, ich habe es geahnt. Die gehen mir aus. Na toll, jetzt sitze ich fest. Hier werde ich sterben. Ich werde sterben. Ich werde einfach nur sterben. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt? Doch, Mann. Oh. Na komm. So, runter hier. Ja, supi. Das war ungeplant, dass er jetzt noch da oben so eine schöne Spitze drauf haben möchte. Aber er kriegt seine Spitze. Und ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Oh, hab ja noch. Das ist gut. Oh, warum legt's denn diese Scheiße nicht einfach nach? Ich muss jetzt wieder mal gucken. Oh Gott, sieht das schäbig aus. Das sah vorher viel schöner aus. Und der wollte das unbedingt noch spitze haben. Obwohl, wenn ich das ja noch ein bisschen dort noch ein bisschen ausbessern hier. Und dann geht das eigentlich. Und nach hinten, gut, das kann so bleiben. Brauche ich gar nicht spitzer zu machen. Das sieht eigentlich ganz... Na gut, da oben muss ich noch ein bisschen... Eieieiei, was habe ich mir denn da wieder zugemutet? Ich muss auch sagen, wo ich Privataufnahme, da kamen da viel, viel, viel schönere Bäume raus. Die waren gleich von Anfang an so, wie ich sie hätte gern gehabt haben wollen, tun hatte, getan hätte. Ja, super. Das ist doch kacke. Ups. Was war das denn für eine Aktion? So, jetzt muss ich... Ja, super. Oh, Alter, dieses Viehzeug, was hier... Jetzt brauche ich natürlich das und wieder... Nein. Nein. Das. So. Denn ich brauche Blätter. Blätter, beide Scheren, zwei Scheren kaputt und noch eine. Ach man, ich brauche eine Kistenordnung unbedingt. Und ich brauche wieder Eisen bald. Warum gehe ich denn jetzt eigentlich? Ist egal, einfach nicht drüber nachdenken. Der Onkel macht es schon. Manchmal passieren halt auch mal ein paar kleine irre Dinge. Bitte werd nicht so ein Riesenbaum. Ich habe keine Lust, jetzt wieder ewig abzu... Yay! Bling, 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 bling. Na, supidupi. Klappt doch ganz gut. Das bisschen, das ist wurscht. Das Schöne ist, wir haben dann Holz. Das war nicht das Holz, was man meistens benutzt, aber man hat's. Ach, geht doch mal weg, ihr Viehzeug, ey. Blop, blop.
da kommt das Zeug gefallen. Pock, pock, pock. So. Jetzt brauchen wir wieder Blöcke, Hammer. So, jetzt hauen wir mal einfach den Baum rein. Ich bin der Rasenmäher-Man. So. Wonderful, wonderful. Wir haben wieder eine... Wir haben wieder einen großen Beutel. Beutel. Großen... große Anzahl von diesen Blöcken, von diesen Blättern. Mann. Was zum... Gut. Manchmal muss man es sich eben ein klein wenig umständlich machen. So. Jetzt geht's wieder nach oben. Und dann probieren wir gleich mal die ganze Sache nochmal ein klein wenig ausbessern. Ach, wenn das fertig ist, ich mach 3 Kreuze. So. Hier muss ich noch ein bisschen ausbessern. Okay, wo war das jetzt? Das war hier so runter, ne? Ich hätte aber trotzdem dann gerne hier unten. Noch so ein bisschen Gedöns. Hier unten noch eine kleine Fläche. Mein Gott! Manchmal hat man schon, ne, den Text. So, okay, liebe Freunde, dann war's das jetzt schon wieder. Für den kleinen Part Minecraft. Für den alleine Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, zuzuschauen. Auch wenn ich hier bloß alleine rumdödel. Und das kriegt man hier schon gebacken. Das kriegt man hier schon irgendwie gewuppt. Hier noch ein bisschen außen, dass das nicht so gerade ausschaut. Ich bin jetzt gerade am orientierungslos reinhämmern. Ach, ich will ins Bett. Ich muss mir unbedingt da oben ein Bett hinstellen. Aber das vergesse ich ja sowieso. Aber warum? Hier ist doch eigentlich hell. Warum spawnt denn dann hier? Ich denke einfach mal nicht drüber nach. Dass es hier ziemlich dunkel ist, okay. Sage ich ja nichts. Kein Problem. Achso, ja, genau. Part ist zu Ende, meine lieben Freunde. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis denn. Tschüss.